Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. Beim letzten Mal sind wir auf der Route 22 stehen geblieben. Genau, der Detournee-Weg oder so. Wir befinden uns kurz vor der Siegestraße. Aber bevor wir die betreten, haben wir noch beim letzten Mal hier so ein kleines verstecktes Feld entdeckt. Und da hinten gibt es irgendeine TM abzustauben. Und die möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber vorher geht es erstmal in einen Pokémon-Kampf. Ich habe das Gefühl, du könntest richtig was drauf haben. Na los, zeig's mir. Mach mich richtig fertig. Gib's mir von... Nein, lass mir das lieber. Ach, du meinst einen Pokémon-Kampf als Trainerin Clarissa. Ja, da werden wir es dir auf jeden Fall zeigen. Aber auch in anderen Belangen des Lebens. So, wir kämpfen gegen Tuhaido. Level 29. Wie putzig. Da reicht sogar eine Kreuzschere aus. Ich wollte gerade davon anfangen zu reden, während die Rauhaut von Tuhaido wirkt. Ich wollte gerade davon anfangen zu sprechen, wie schwach die Defensive von Tuhaido ist, aber dass bei Level 29 eine Attacke ein One-Hit wird, ist jetzt nicht so verwunderlich. Gardevoir! Hallo! Eins der schönsten Pokémon der dritten Generation hat ja in dieser sechsten Generation den Typ Fee dazu bekommen. Ein sehr, sehr häufig gesehenes Pokémon. In Pokémon Online-Kämpfen hat auch eine Mega-Entwicklung nämlich dazu gewonnen, die allerdings nicht so besonders hübsch aussieht. Mensch, du bist gut. Du bist auf meinen Stolz herumgetrampelt, als wäre ein Trampelfahrt. Ich tu's gerade im Gedanken immer noch. Und nochmal drauf und nochmal drauf. So, aber jetzt erstmal zurück zu aktuellen Ereignissen. Denn wir müssen irgendwie zu dieser TM kommen. Das machen wir, glaube ich, am besten, indem wir erstmal den Stein irgendwie darauf bekommen. Ist die Frage, wie wir das machen. Ich glaube, ich sehe schon. Da müssen wir wieder einmal außen rumlaufen. Alles irgendwie so ein bisschen nervig, aber was... Huch, nein, das wollte ich nicht. Verklickert! Dann nochmal das ganze Spielchen. Ups. Ich sollte mich mal lieber konzentrieren, wo ich hinlaufe. Dann würde im Leben einiges einfacher werden. Ich komme da gar nicht hin. Ach, dann halt ganz außenrum. Leute, ihr macht das Leben aber auch nicht einfach hier. So, dann noch einmal Sü. Und zurück können wir den Stöhn dahin zügen. Und alle sind glücklich. Oder können wir noch gar nicht. Den können wir noch gar nicht dahin schieben. Denn wir müssen erstmal den einen Stein hier da reinschieben. Ach, warum denn immer so umständlich, Leute? Immer das gleiche. Wow. Ich sollte echt mal gucken, wo ich hinlaufe. Denn das hätte ich mir jetzt gerade eben fast verbockt. Aber Glück gehabt. Alles ist ein Lot. Noch ein kleiner Hieb. Zack. Und wir können den dorthin schieben. Mal gucken, ob sich's gelohnt hat für die TM. 26 Erdbeben. Das hat sich mal sowas von gelohnt. Gut, dass wir, bevor wir die Siegestraße betreten haben, hier nochmal hingegangen sind. Denn Erdbeben ist eine der geilsten Attacken überhaupt in Pokémon. Und Erdbeben werden wir definitiv Nidoking erlernen lassen unter Mirko. Endlich haben wir Erdbeben gefunden. Hat mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen überrascht. Wir hätten die TM schon relativ früh kriegen können. Wobei, nee, wir hätten auch Kaskade gebraucht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Erdbeben, eine der besten Attacken überhaupt. Erdkräfte weg. Und wir könnten auch den Golfinator Erdbeben beibringen. Und wisst ihr was, das machen wir auch. Wir werden erstmal die Kreuzschere vergessen lassen. Und sobald die Stärke weg ist,
können wir ihnen dann wieder Kreuzschere beibringen. Oder vielleicht auch eine andere Attacke. Mal gucken, mal gucken. Und so, jetzt haben wir zwei Pokémon Erdbeben. Solarstrahl haben wir beim letzten Mal auch gefunden. Kann das jemand lernen? Yoshi könnte das lernen. In Verbindung mit Sonnentag durchaus eine Alternative. Aber die Attacke beherrschen wir nicht und haben wir auch noch nicht als TM gefunden. Von daher lassen wir das erstmal sein. Und gucken weiter uns auf der Route noch um. Wirkt noch der Superschutz, frage ich mich. Nein, er wirkte nicht mehr, aber jetzt wirkt er wieder. Mal gucken, was wir hier noch finden. Ein Kaskadewasserfall. Und was ist das für eine Höhle? Oh Leute, wir haben noch so viel zu erkunden. Und du bist auch ein Trainer. Ich freue mich nur mit Leuten, von denen ich was lernen kann. Von mir kannst du so viel lernen, da müsstest du gleich 100.000 Freundschaften mit mir schließen. Astrainer Felix, schick Lucario in den Kampf. Lass mich raten, auch Level 30. Oder irgendwie sowas. Also hier hätten wir doch theoretisch schon viel früher hingehen können anscheinend. Und wir testen einfach mal ein kleines Erdbeben aus, wie es aussieht. Bäh. Sehr effektiv. Aber ich glaube auch, trotz wäre es normal effektiv gewesen, hätte es locker ausgereicht. Du bist ja echt unglaublich, von dir kann ich noch eine ganze Menge lernen. Gut erkannt, Felix. Du Kater, du oder Knause Kater, wo geht es denn da rein? Ich möchte erstmal den Kaskadewasserfall erklimmen. Ich hatte ja eigentlich im letzten oder im vorletzten Part erzählt, dass ich alles Optionale nach der Pokémon-Liga mir anschauen will. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns das natürlich auch nochmal eben schnell an. Denn hier ist nur ein Item. Die Draco-Tafel, eine weitere Tafel. Also so langsam müssen wir echt alle gefunden haben. Aber jetzt interessiert mich erstmal, was dort in der Höhle zu finden ist. Juhu! Gucken wir mal, wo dieser Weg uns hinführt. Kammer der Leere. Ich hoffe, der kleine Soundbug war gerade nicht zu hören. Also das sieht doch sehr nach einem Ort aus, wo später ein legendäres Pokémon auftauchen könnte, oder? Die Spuktafel. Und die Kammer der Leere macht seinem Namen alle Ehre. Okay, gehen wir mal wieder raus. Dann haben wir hier auch erstmal soweit alles erkundet. Aber was ich mich gerade frage, können wir auch ohne Kaskade Wasserfälle runter? Ich denke schon, oder? Wenn dem so ist, wir könnten ja theoretisch, sobald wir Surfer besitzen, hier den Kaskade-Wasserfall runter. Ich werde jetzt nochmal einen Schutz einsetzen. Aber sollten wir dann noch keine Kaskade besitzen, wie kommen wir denn von hier dann zurück? Okay, man könnte natürlich auch gleichzeitig noch Fliegen haben. Ein Pokémon, das fliegen kann, aber dem ist ja auch nicht hundertprozentig sicher. Könnte man sich hier echt was verbauen? Das wäre ja sehr kurios. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, oder? Als Surfer besitzt man ja relativ früh im Spiel. Und die Trainer hier sind ja auch erst auf Level 30. Das ist ja auch ein Beleg dafür, dass man hier relativ früh hin könnte. Aber wie würde man dann zurückkommen, wenn man noch keine Kaskade hat? Krass, krass. Okay, aber das hinterfrage ich mich jetzt mal nicht. Ich will nochmal eben schnell ins Pokémon Center zurück. Ah, hier ist eine kleine Abkürzung. Dann wollen wir die natürlich auch nutzen. Ui! Nein, jetzt brauche ich keinen Schutz mehr. Ui! Wow, habt ihr das gesehen? Wow, Akrobatin Nadine! Ui! Mir ist schwindelig. Wow. Ey, wie habe ich das denn gemacht? Diese Drehung gerade. Wow!
Alter, wir sind ein richtiger Inliner-Profi. Tony Hawk auf Inlinern. Woohoo! Crazy shit. Und wir sind wieder in Nubaria City. Nach einer halben, dreiviertel Ewigkeit. Wo ist denn hier noch das Pokémon Center gewesen? Der Roselia-Brunnen. Ach, schön. Wo ist das Pokémon Center? Da unten. Nein, ich möchte kein GTS. Aber das werde ich auch noch alles zeigen. Ach, und da ist auch eine Boutique. Da können wir auch gleich nochmal reinschauen. Ob die irgendwas Neues für uns haben. Ja, alles was mit Wi-Fi und so zu tun hat. GTS und Online-Kämpfe, das werde ich auch noch alles irgendwann nach der Pokémon-Liga zeigen. Wahrscheinlich gegen Ende des Let's Plays. Kurz bevor wir die Rückkämpfe gegen die Top 4 antreten werden. Wir können vielleicht auch ein paar Sachen kaufen. Einfach mal 6 Supertränke. Wie viele Hypertränke haben wir? 10 Stück, dazu reicht. Wie viele Pokebälle haben wir eigentlich? Ja, das sollte auch reichen. Beleber, kaufen wir nochmal 2 nach. Dann vielleicht auch nochmal 5 Hyperheiler. Dann haben wir von allen 10 und vielleicht noch ein paar Superschutz. Davon gleich 9. So, dann sind wir erstmal wieder ganz gut ausgestattet. Was verkaufst du? Wahrscheinlich irgendwelche Bälle. Ach nee, das Zeugs. Das ich sowieso nie einsetze. Okay. Habe ich die Pokémon jetzt gerade geheilt? Ich glaube schon. Ja, sieht gut aus. Dann können wir noch mal ganz kurz, wenn wir schon hier sind, bei der Boutique. Boutique. Ey, was ist denn hier los? In der Boutique vorbeischauen, wollte ich sagen. Aber ich glaube, hier haben wir bereits alles gekauft. Ah, da ist noch ein Pop-Anstecker. Den habe ich noch nicht. Den muss ich haben. Ich brauche alles. Alles, was ihr verkauft. Schau mal bald wieder vorbei. Ich habe euren Laden sowieso schon aufgekauft. Bei euch komme ich nie wieder vorbei, Mann. So, aber jetzt zurück. Nein, nicht hierher zurück. Sondern zurück auf die Route 22. Und jetzt können wir uns endlich Richtung Siegesstraße begeben. Was schaut ihr eigentlich darum? Ach stimmt, hier ist auch noch diese Jockey-Strecke, diese Rihorn-Jockey-Strecke. Kommen wir da eigentlich hin? Irgendwie anscheinend nicht von hier. Okay, ja, vielleicht sehen wir die auch noch. Denn wir wissen ja storytechnisch, unsere Mutter war ja eine, oder ist eine sehr bekannte Rihorn-Jockeyerin. Ein sehr bekannter Rihorn-Jockey. Ich weiß nicht, ob es eine weibliche Form von diesem Wort gibt. Auf jeden Fall mal ganz kurz der Hymne der Siegesstraße lauschen. Hat schon was, oder? Es ist soweit, Leute. Wir betreten die Siegelstraße. Wir wollen uns einfach vorbeischleichen, aber das gelingt uns nicht. Ey du, dieses Tor ist der Zugang zur Siegelstraße. Nur Trainern im Besitz aller 8 Arena-Orden wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3. Es kommt nochmal danach. 4. Fantastisch, alle 8 Orden, obwohl ich nur bis 4 gezählt habe. Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du auch hältst, was du versprichst. Oh, ein kleiner Testkampf sozusagen. Das Trainer Fröderick. Ich bin Fröderick. Und er schickt einen Rokara in den Kampf. Das haben wir auch schon während des Let's Plays gefangen. Typ Gestein und Fee, wenn ich mich gerade nicht täusche. Sprich, ein Erdbeben sollte sehr effektiv sein. Besitzt nicht die Fähigkeit Schwebe, sehr gut. Aber die physische Verteidigung war extrem gut von dem Vieh. Mondgewalt, eine Feenattacke, die sehr effektiv ist und den Gurchinator einfach mal umhaut. Sind Feenattacken jetzt auf Unlicht sehr effektiv oder auf Kampf? Oder sogar auf beides? Ich muss ja immer noch sagen, mit dem Typ Fee bin ich, was Schwächen und Stärken angeht, immer noch nicht ganz so vertraut. Iggy, mit dir haben wir schon ewig nicht mehr gekämpft. Komm mal raus. Da freut er sich, das kleine Chamäleon. Du darfst ihn erstmal umsurfen.
zwei VM-Attacken besitzt er übrigens. Und diese hier ist ein Volltreffer und sehr effektiv. Da hat er wohl kaum Chance, das zu überstehen. Shiba erreicht Level 55. Wunderschön. Sidua King. Da werden wir mal zu Markus wechseln. Typ Wasserdrache. Bis zur fünften Generation hatte Sidua King nur eine Schwäche gegenüber Drachenattacken. Seit dieser Generation sind auch die Feenattacken dazugekommen. Sidua King ist erwartend schneller, aber der Eisstrahl zieht nicht allzu viel ab. Der Knuddler dafür umso mehr. Reicht allerdings nicht ganz für einen One-Hit. Deswegen werden wir nochmal mit einem Steigerungshieb den Rest machen. Lichtkanone. Aber ist zum Glück nur neutral effektiv. Denn boah, hat nicht mal ausgereicht. Na toll. Denn Stahlattacken sind auf Wasser nicht sehr effektiv, wie es aussieht. Auf Fee wiederum sehr effektiv. Deswegen die Lichtkanone gerade nur neutral getroffen. Aber krass. Wie krass. Ich wusste gar nicht, dass Sidua King Lichtkanone lernen kann. Jetzt kommt nochmal ein Eisstrahl, der auch nicht weniger, aber auch nicht mehr abzieht. So, jetzt können wir nochmal unseren Angriff steigern, denn er besitzt noch ein drittes Pokémon, wo wir hoffentlich drin bleiben können. Mal schauen, was es für eins ist. Und zwar ein Raichu. Ungerne. Raichus Verteidigung ist sowieso für den allerwertesten, deswegen darf Mirko das mal eben machen. Komm raus! Wir haben ja auch schon lange nicht mehr gekämpft, mein Freund. Hallo Raichu! Dass ein Erdbeben auf jeden Fall nicht standhalten wird. Ruckzuckhieb. Macht mir zumindest noch ein bisschen Schaden. Ganz süß, aber nützt ja alles nix. Ich finde übrigens den Ton von Raichu sehr merkwürdig. Da der mir in den Vorgängerversionen in den alten Generationen besser gefallen. Ihr seid für die Zukunft gewappnet, schreitet Sieg um Sieg voran. Und noch mehr Kohle, wunderbar. So, dürfen wir jetzt endlich rein. Ausgezeichnet, lass es mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet. Möge der Weg, den du mit deinem Pokémon beschreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. Vielen Dank. So, jetzt frage ich mich nur, ist die Siegestraße wirklich die Siegestraße, wie man sie kennt, also noch eine eigene Route. Und hier sehen wir nochmal die Arena-Orden. Käfer-Orden, Kampf-Orden. Was ich mir jetzt auch frage, was für Pokémon-Typen die Top 4 wohl besitzen. Wir haben bislang gegen Käfer gekämpft, Gestein, Kampf, Pflanze, Elektro, Fee, Psycho und Eis. Und jetzt beam mich hoch, Scotty. Ach nee, das war nur ein Schalter, der die Tür runterfallen lässt. Alles klar. Also auf jeden Fall sehr gut gesichert hier das Ganze. Bam, 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 bam. Du bist herzlich eingeladen. Okay, ein bisschen sehr viel Aufwand dafür, dass nur eine kleine Trainerin 8 Arena-Orden gewonnen hat und jetzt die Siegestraße betreten möchte. Aber okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Wir sind angelangt, liebe Freunde, auf der Siegestraße. Und es scheint noch eine eigene Route zu sein. Gucken wir mal kurz, was die Karte dazu sagt. Selbst die härtesten Trainer scheitern oft noch an dieser letzten Hürde auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Die letzte Route. Der letzte Weg. Die letzten Trainer, die sich uns in den Weg stellen, bevor wir die Top 4 herausfordern können. Ist hier noch irgendwo was versteckt eventuell? Nö. Und da ist der Eingang. Die typische Siegestraße. Immer eine Höhle übrigens, ne? Erste Generation war es so, zweite, dritte weiß ich gar nicht. Wie war es denn in der vierten Generation? Fünfte war auf jeden Fall auch so eine sehr große Höhle. Und auch dieses Mal wird es eine Höhle sein, wo wir bestimmt Pokémon fangen können, oder? Ja, so ist es natürlich.
Jetzt bin ich mal sehr auf das Level auch gespannt. Ein Strepudi auf jeden Fall erstmal. Macht den Anfang. Level 57. Selbst die wilden Pokémon sind stärker vom Level her als unsere Teammitglieder. Ach, und der Gryffindor ist ja noch besiegt. Das sollte ich vielleicht mal eben ändern. Ich werde übrigens, bevor wir die Pokémon-Liga betreten, mich auf zwei feste Teams festlegen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal ein paar Parts zuvor erwähnt. Sprich, ich werde zwei feste Teams machen. Es wird nicht so sein, dass ich jetzt mal Azumarill und Psiaugon austausche gegen zwei andere, sondern es wird zwei feste Sechser-Teams geben. Aber da werde ich mir dann Gedanken machen, sobald wir diese Siegestraße hinter uns gelassen haben. Was wollte ich tun? Ein Beleber einsetzen. Und ich suche natürlich in der falschen Tasche. So, Kumumi, ich habe mir auch noch ein bisschen was. Einmal auch eben Markus voll. Okay. Aber ich werde mal ein anderes Teammitglied an die Spitze setzen, Fragezeichen. Nee, ich lasse erstmal den Gryffindor vorne. Da vorne erwartet uns der erste Kampf auf der Siegestraße. Bin sehr gespannt. Ich will doch nur mit meinem Pokémon abhängen, aber ständig fordert uns jemand zum Kampf heraus. Du hast mich gerade angesprochen. Ist dir schon bewusst, oder? Bist du etwa auch gekommen, um uns den Tag zu verderben? Arschloch, ey. Du hast mich gerade herausgefordert. Du Schnepfe Leandra. Sehr schöner Name. Und sie schickt Snibona in den Kampf. Sehr gutes Matchup für unseren Gryffindor mit seinen Kampfattacken. Level 60. Oder die Waldfee. Okay, aber einen Himmelhieb dürftest du auf jeden Fall nicht überleben. Aber ich hoffe erstmal, dass der Gryffindor einen Eishieb überlebt. Ernsthaft? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfrieren? Oh mein Gott, haben wir eine Top-Genesung? Ja, nicht viele, aber da verwende ich einfach mal eine. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10, dass wir einfrieren können. Ist sowieso die mit Abstand ein Fußkick. Ich werde mal auswechseln. Ja, einfrieren ist mit Abstand die Statusveränderung, die am seltensten vorkommt. Der kann Fußkick, das doofe Vieh. Da kann ich ja irgendwie fast nirgendwo sicher reinwechseln. Wobei Markus geht. Der sollte die Attacken von Snibona gut wegstecken können. Ein Ruckzuck-Hieb, wow. Das war natürlich gerade clever gedacht, wenn ich jetzt nicht gewechselt hätte. Wobei Snibona wäre so oder so schneller. Von daher, alles Schwachsinn. Ein Eishieb. Den hält Markus auf jeden Fall locker aus. Bitte nicht einfrieren. Danke. Und eine Vierfach-Schwäche gegen Kampfattacken hält Snibona auch bei bescheidenen Verteidigungswerten nicht stand. Das heißt bescheiden. Also schlecht sind die Verteidigungswerte von Snibona nicht. Aber halt auch nicht allzu stark. Ist eher im physischen Angriff und in der Initiative besonders stark. Und Markus hat die 200 KP erreicht, auf Level 57 bereits. Respekt, Respekt, Markus. Mein Pokémon-Team vertraut dir und du ihnen. Pö, pö, pö. Und wieder jemand, der mir auf die Nase gehauen hat. Ich weiß auch, du willst auch nur mit deinem Pokémon abhängen, das macht eben jeder auf seine Art. Dem ist wohl so. Und ich glaube, ich werde hier sehr viele Heil-Items einsetzen müssen. Nein! Ach, ich wollte zum Sprudel wechseln. Das ist manchmal so umständlich hier gemacht im neuen Menüsystem. So, jetzt sind aber fast alle voll und wir haben fast keine Sprudel mehr. Jetzt hier einen Superschutz einzusetzen, bringt so gut wie gar nichts, weil die wilden Pokémon höhere Level als wir haben. Und trotzdem will ich mich hier in aller Ruhe umschauen. Auch sehr dunkel hier drin. Da können wir uns später wieder eine Abkürzung schaffen. Erinnert mich sehr an die Siegestraße in Schwarz und Weiß 1.
beziehungsweise Schwarz und Weiß 2 wird es wahrscheinlich dieselbe Siegestraße sein. Für die, die es nicht wissen, Schwarz und Weiß 2 habe ich noch nie bis zum Ende durchgespielt. Sag bloß, wir brauchen Zertrümmerer. Ne, da kann ich außen rum, Gott sei Dank. Kämpfe aber erstmal gegen diesen Trainer. Das ist doch nichts dagegen, wenn mein Stahl im Kampf gegen ein Team Erfahrung sammelt. Solange es negative Erfahrungen sind, habe ich kein Problem damit. Ast-Trainer Friedrich. Und er schickt sein angekündigtes Stahlos in den Kampf. Typ Stahl und Boden. Das erste Stahl-Pokémon, das öffentlich gemacht wurde, sage ich mal. Die Weiterentwicklung von Onix aus der zweiten Generation. Sehr viel mehr Stahl-Pokémon gab es damals auch nicht. Mir fällt gerade nur Stahlos ein. Stahlos, ja, natürlich. Ich meine Sherox, die Weiterentwicklung von... Wow, jetzt erdbeben wir uns hier gegenseitig. Die Weiterentwicklung von Sichlor. Ansonsten, was gab es in der zweiten Generation denn noch für Stahl-Pokémon? Magnetilo und Magneton haben den Stahltypen dazu bekommen. Aber ansonsten... fallen mir ehrlich gesagt gerade nicht mehr viel mehr ein. So, wer sich gefragt hat, warum ich nicht gleich den Himmelhieb eingesetzt habe, ich weiß es selber nicht. Step und so. Rufinator erreicht Level 54, sehr schön. Yoshi 56, also hier auf der Siegestraße können wir sehr gut trainieren. Und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall auch von Nöten sein. Kangama! Das Känguru-Pokémon von Typ Normal bekommt auch erstmal einen Himmelhieb ins Gesicht. Das ist ein Wutanfall. Dreh nicht durch, Mann! Nein! Macht gut Schaden. Aber reicht nicht. Im Gegensatz zu dem Himmelhieb, oder? Oh, der reicht auch nicht. Okay, da habe ich Kangama unterschätzt. Seit dieser Generation Kangama eins der stärksten Pokémon überhaupt. Denn viele werden es wissen, auch Kangama hat eine Mega-Entwicklung in dieser Generation dazu bekommen, die es schon fast ein bisschen übermächtig werden lässt. Rein optisch gesehen verändert sich Kangama nicht viel, denn das kleine Kind, das es im Beutel trägt, greift einfach mit an, aber mit großer, großer Wirkung, denn dadurch kann Kangama zweimal angreifen. Und dank des mächtigen physischen Angriffs kann das unglaublich reinhauen. Aber jetzt werden wir erstmal reinhauen. Denn Kangama kann nichts anderes tun, als Wutanfall einzusetzen und Drachenattacken. Achso, jetzt kann ich was anderes einsetzen, okay. Den Irrschlag, der uns zum Glück nicht verwirrt. Was bei Wutanfall nicht so, dass nach 2 bis 3 Runden der Anwender verwirrt wird. Oder ist Wutanfall wieder verändert worden? Wäre mir jetzt neu. Okay, bin etwas irritiert gerade, aber vergesst, was ich gesagt habe. Ich rede ja ohnehin nur Unsinn. Elektroball kommt rein. Und das dürfte Mirko nicht viel entgegensetzen zu haben. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe wieder gerade so meine Sprachfeder-Connections. Lichtschild wird dir nichts bringen, denn wir greifen physisch an. Und eine bescheidene physische Verteidigung wird es nicht zulassen, dass du ein Erdbeben überleben wirst, du kleiner Pokéball, Elektroball. Das gibt's doch nicht, dein Team ist viel zu erfahren für das meine. Was ich gerade überlegt habe, wie passt ein Elektroball in so ein Pokéball und kann man nicht ein Elektroball als Pokéball benutzen? Das wäre doch so krass. Man wirft so einen Elektroball aufs Feld und dann kommt da ein völlig anderes Pokémon auf einmal heraus. Ich habe schon wieder völlig leere Gedanken. Mal wieder ein Beleg dafür, diesen Part von Let's Play Pokémon Y zu beenden. Wir machen beim nächsten Mal hier auf der Siegesstraße weiter, was bestimmt noch 2 bis 3 Parts in Anspruch nehmen wird, bevor wir dann endlich die Pokémon Liga betreten. Dennoch geht es spannend weiter beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.